Hallo. My name is Dieter Reiser, Dr. Heiter. Ich soll erzählen, was die besten, aufregendsten, interessantesten Erlebnisse auf Conventions waren. Ich kann nur sagen, ich bin jedes Mal nur geplättet, wie liebevoll, freundlich und nicht erschreckend die Fans, die Horror-Family ist. Das bringt einen enormen Spaß und ich bin richtig, sagen wir mal, auf das Publikum, auf euch süchtig geworden, weil wir so viel Spaß haben bei der Arbeit. Ich merke das gar nicht, dass ich den ganzen Tag hier ackere. Und das Verrückteste, es ist mir noch nichts Besonderes begegnet, außer so viel Aufregung bei Fans, dass ein epileptischer Anfall drohte oder so. Zitternde Frauen, schwitzende Frauen, weinende Frauen. Und das ist natürlich besonders schön, wenn man so, sagen wir mal, anerkannt wird. Der Herr Rose möchte ein Foto. Noch einmal, ich habe zur Seite geguckt. Geht nicht. Nochmal. Kannst du nicht dazwischen rufen, wenn die Leute sich hier konzentrieren, Mensch? Das ist ja unmöglich. Ich verklage dich. Ich auf Schmerzensgeld. Ich will Schmerzensgeld. So. Jetzt aber. Ja. Danke. So. Der Florian, der ging da hoch. So, where is the photographer? Fuck you. Da. Ja. Was bitte? This guy is very sweet. Da sind wir wieder. Ja, da sind wir ja wieder vereint. Strich und warte auf den nächsten Stricherin. Komm her. Da soll ich reinpinkeln oder wie? Ja. Ich auf Punch. Ungefähr so. Ja. Ja, das war wo man. Das, so wolltest du es haben. Naja, designed for you. Kritzel, kritzel. Ich wollte dir doch nur mein Tassensouvenir da lassen. Oh, das ist aber nett. Ich habe auch nicht vollgesabbert. Oh, das ist aber nett. Nur angehalten, aber sonst nicht. Aber an sich kann man perfekt Kaffee daraus trinken. Ja, das mache ich gerne. Wunderbar. Ich würde mich dann auch freuen, wenn ich das sehe. Wenn du das siehst, was heißt das? 10 Jahre vielleicht im Internet. Im Internet? Ja, ja, wollen wir schauen. Mit meiner Spitzentasse. Mit der Scheißtasse. Mal sehen. Ach, das ist eine Scheißtasche? Ja, das ist doch das Emoji. Naja, ich nenne es jetzt mal Scheißhaufen. Das soll ein Scheißhaufen sein? Das muss ich dich leider enttäuschen. Das kriegst du nicht ins Internet von mir. Okay, Lase. Dann ist es... Was ist es jetzt? Ich überleg mir ganz schnell. Jetzt habe ich mich verschrieben und habe erst Dieter geschrieben. Das ist ein Schokopudding. Laser. Genau, da haben wir es. Schokopudding gibt's nicht. Nein, das tue ich. Ich nehme das gerne. Ich trinke da gerne Kaffee draus. Aber ins Netz stelle ich dir das nicht. Weil es entspricht nicht meinem Geschmack. Na gut, dann nicht. Aber ganze, die Tasse an sich ist witzig. Die ganze Scheißgeschichte da vom Six da. Mich interessiert nur der Nazi im Dr. Heiter. Ah, okay. Verstehe. Den will ich der Lächerlichkeit aussetzen, aber die Scheiße selber ist Scheiße für mich. Das wird öfter gesagt wie ich. Ist doch Scheiße, ja. Oder? Ist doch Scheiße. Nein, Gott, ist Scheiße. Ich meine, die Scheiße ist doch Scheiße und eine Kaffeetasse als Scheiße, das vergibt einem mal jeglicher Appetit. Als ich in New York die Premiere war, für den Dr. Heiter. Da haben wir da viele, viele Interviews gegeben, auch für wirklich großartige Zeitungen wie New York Times. Und da war irgendein Journalist um Tom Six, die haben sich schötterig gelacht und ich habe gesagt, worüber lacht ihr? Naja,
Ass to Mouth kriegt eine ganz neue Bedeutung. Und ich habe gesagt, ja, das finde ich trotzdem nicht so witzig. Ich habe dann zum ersten Mal als reifer Mensch gelernt, dass Ass to Mouth auch eine Bezeichnung für eine Sexualpraktik ist. Das wusste ich nicht. So unschuldig bin ich und rein. War ich bis gerade auch, danke. Ich auch. Ja. Kopfkino. Schon wieder was dazugelernt. Schrecklich, Ass to Mouth. Und dann haben die beiden Herren gelacht wie Bolle. Und ich habe nichts verstanden.